Was wir euch in der seltenen Farbe Champagner bzw. später hieß sie Citrinbeige nicht zeigen können, nur im Modell, ist der sogenannte CD, Classic Design. Hier in der E-Ausführung, CDE, der hat hinten das klassische Stufenheck mit einem sehr großen Heckdeckel, ziemlich großes Kofferraumvolumen, ich glaube um die 570 Liter, da geht einiges rein. Die Autos sind ganz, ganz selten am Markt. Hier nochmal der direkte Vergleich der Kamera zwischen CC, also Fließheck, Fünftürer, genau, und dem Stufenheck mit nur vier Türen und normalem konventionellen Heckdeckel. Genau, jetzt schwenken wir hier nochmal lang. Wir haben dort im Grunde genommen beim CD einen Vorteil. Er ist auch sehr verwindungssteif, noch verwindungssteifer eigentlich als die CS-Varianten, weil er hat keine Umklappmöglichkeit. Es gibt eine kurze Durchlade, wie so eine Art Skireiche, aber die Trennwand hinter der Rücksitzlehne ist fest verbaut. Das heißt, man muss dort wirklich mit dem Kofferraumvolumen auskommen, was einem unter dem Heckdeckel gegeben wird. Aber man hat dadurch auch wieder eine sehr verwindungssteife Karosserie. CDs sind sehr selten verkauft worden. Es war also ganz klar die am Markt am wenigsten vertretene Modellvariante. Es gibt aber noch welche. Sollte einfach der Vollständigkeit halber nochmal erwähnt werden. Wenn ihr also diese Baumarktqualitäten, Sofa-Transportqualitäten des CCs nicht braucht, wäre ein normaler CD oder CDE in der Executive-Ausführung auch eine Alternative zum Kauf. Gut, also wir kommen langsam zum Ende unserer kleinen Kaufberatung. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, das anzuschauen. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, so als Einsteiger für das Thema 9000, kommen wir noch kurz zum Thema Literatur. Es gibt immer noch sehr schöne Presseunterlagen oder auch Verkäuferunterlagen aus der damaligen Zeit, wo der Saab 9000 auch in Deutsch sehr, sehr gut erklärt wird, auch die ganzen technischen Innovationen. So etwas kann man immer noch im Netz gebraucht bekommen. Ganz wichtig sind die Prospekte, die es auch noch reichlich im Netz zu kaufen gibt, wo die Wagen genauer beschrieben werden. Das ist deshalb wichtig, weil es x Modellvarianten gab, ganz viele verschiedene Ausstattungslinien, Motorvarianten, wo ihr einfach nochmal in die Tiefe gehen könnt, für selber Schrauber. Es gibt im Netz als Download, als PDF, eine komplette Reparaturanleitung in Schwarz-Weiß. Die kann man einfach sich ausdrucken lassen oder im Netz oder auf seinem Rechner speichern. Und hier ist eigentlich der ganze Wagen sehr, sehr gut erklärt. Das macht für selber Schrauber Sinn, zumindest wenn man den eigenen Service durchführen möchte. Ich rate trotzdem, bei allen komplexen Reparaturen den Fachmann auszusuchen. Und es gibt die offiziellen Saab-Werkstatthandbücher. Und hier habe ich jetzt einfach mal zwei mitgebracht. Die kompletten Ausgaben, 1985 bis 1998, sind ungefähr so lang. Das hier ist jetzt interessant, das sind nur Neuheiten. Und zwar ist das Modelljahr 1991, nur die Neuheiten, die man also zu diesem Modelljahr mit der schrägen Front eingeführt hat. Und nur ein Jahr später hat man den CS gemacht und hat wieder Neuheiten gemacht und es ist so eine Schwarte. Das bedeutet wirklich, ihr müsst auf, was wir auch eingangs gesagt haben, auf das Modelljahr achten, weil nicht alles passt in die anderen Autos. Und Saab hat wirklich hier ein Ingenieursauto konstruiert und hat es gepflegt. Hier wurde Modellpflege wirklich ernst genommen. Das ist nicht, okay, wir machen das Badge jetzt links rum und machen die Heckscheibe dunkel oder bauen den Blinker woanders. Nein, hier hat man Schwachpunkte versucht konstruktiv auszumerzen und hat jedes Jahr sehr viel auch technisch an dem Auto verändert. Und das nachzuvollziehen geht im Grunde genommen nur über die Werkstatthandbücher und die Änderungen zum Modelljahr. Sonst verzweifelt man manchmal, weil irgendein Teil, wobei es doch das gleiche Auto ist, vielleicht nicht passt. Ja, soweit unsere kleine Kaufberatung für den Saab 9000. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank an den Frank, der nicht nur beide Fahrzeuge zur Verfügung gestellt hat, sondern sich auch die Zeit genommen hat, uns alles zu zeigen. Es gibt auch noch eine schriftliche Kaufberatung von saabcars.de, das ist eine PDF-Datei. Da wird nochmal ganz genau auf die ganzen Motorvarianten eingegangen. Das hatten wir jetzt in unseren Videos nicht drin, aber da könnt ihr nochmal alles genau nachlesen und die ist auch ansonsten sehr gut und sehr detailliert, also würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Allerdings muss man sich auf saabcars.de anmelden, um die lesen zu können. Das ist aber nicht weiter tragisch, die Anmeldung ist kostenlos und den Link zu saabcars.de setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Und sollte euch das Ganze gefallen haben, würde es mich freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Bis dann, euer Micha.